Amande de Bneville. Nennen sie immer Mandy. Ja, sie ist schon wirklich eine Stute. Wird auch über die Jahre so ein bisschen mehr. Sie ist schon die, also eigentlich nicht mal mehr Prinzessin, sondern die Queen im Stall. Das weiß sie auch. Der Titel ist ihr auch sehr wichtig gefühlt. Ich finde sie total cool, weil sie richtig Charakter hat. Man hat das Gefühl, die hat Übersicht. Die steht so ein bisschen über den Dingen. Die lässt sich von so Umständen, die andere Pferde irritieren, wie der andere geht vom Hänger und sie ist alleine, lässt sie sich einfach gar nicht irritieren. Also das gibt sie sich gar nicht mit ab. Kann aber auch mal ein bisschen zickig sein, je nach Jahreszeit. Aber wie man so schön sagt, also man muss sie auch nehmen, wie sie sind. Und dafür hat sie einen unheimlichen Leistungswillen, wirklich Ehrgeiz. Springt sehr, sehr gut. Also sie ist wirklich eine richtige Maschine. Und ja, will einfach alles richtig machen. Manchmal will sie so mehr so 120% geben, wenn 95 auch gerade reichen würden. Aber ich glaube, wenn man das mal alles in die richtigen Bahnen channelt, dann ist es ein Weltpferd für mich. Und die Stute hat natürlich jetzt ein bisschen strammeres Programm. Da ist für Anfang Mai, so es denn möglich ist, ein 4-Stern-Langstart, das zweitanspruchsvollste Level, was wir haben nach den 5-Stern-Prüfungen, mit einem Qualifikationsergebnis für zum Beispiel die Europameisterschaft in diesem Jahr. Das wäre für mich, für die Stute, das Ziel, dass sie vielleicht den ersten Championatseinsatz bekommt. Und da muss sie schon wirklich fit und voll in Schuss sein. Also die geht jetzt so alle 5 Tage an den Berg, sagen, also Galopptraining machen, mit dem Ziel, dass sie sich in der Weltspitze etabliert. Also es ist natürlich bei den jungen Pferden erstmal so, dass sie die verschiedenen Sprungtypen lernen und die ersten schmalen Sprünge springen und die ersten technischen Aufgaben, aber immer, wir sagen, in langen Linien mit Platz dazwischen, da kann man mehr ausholen, einen Galoppsprung mehr reiten, die Pferde haben länger Zeit, die Aufgabe zu sehen und zu verstehen. Und je anspruchsvoller das Level wird, desto schneller kommen die Aufgaben, desto eckiger werden die Linien auch mal. Desto schräger werden die Sprünge, wie wir das auch an den Hecken gesehen haben. Das ist auch was, was wir wirklich regelmäßig üben, dass die Pferde im Grunde lernen, mit allem zu rechnen und einfach sehr schnell die Situation abzuschätzen. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie gut die Pferde auch räumlich sehen können. Die wissen genau, das ist jetzt eine Ecke, das ist ein schmaler Sprung. Durch eine Hecke kann man durchwischen. Hier kommt eine tiefere Landestelle. Teilweise haben wir dann auch im Wasser Sprünge. Und das versuchen wir, so gut es geht, immer wieder auch mal nachzustellen, zu üben, dass die Pferde wirklich Sprünge lesen lernen. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Zügel auf den Hals legen könnte, aber ich glaube, bei den wirklich guten Pferden kann man sagen, so jetzt die Richtung, Sprung 1, 2, 3 und die würden die Sprünge suchen. Und so muss es auch sein, weil man es im Gelände nie zu 100% zurechtlegen kann. Es kommen immer wieder Situationen, wo eine Distanz nicht ganz passt oder vielleicht rutschen sie ein bisschen oder irgendwas ist anders, als man es idealerweise sich vorstellt, und dann ist es Teamarbeit. Ich tue so viel ich kann und das Pferd tut den Rest. Und dann klappt es hoffentlich.